Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch heute einen Gutschein verpacken und habe hier eine kleine Gutscheinkarte vorbereitet. So sieht das Ganze aus, wenn ihr hier die Schleife aufmacht. Das ist jetzt nur zum Zeigen, das könnt ihr natürlich auch anders machen. Habt ihr hier einmal das Loch, dann könnt ihr hier entweder ein Glue-Dot untermachen, dass es zuhält, oder halt ein Band rumwickeln. Ihr könnt es auch hochkant machen, je nachdem, wie ihr eure Deko habt. Und hier hinten befindet sich dann der Gutschein drinne. Das sind diese Standardkarten, die ihr überall habt. Ja, und das möchte ich jetzt einmal mit euch basteln. Super schnell, super einfach. Also bleibt dran und bis gleich. Ihr braucht einmal ein Stück Cardstock in den Maßen 15 x 13. Wenn ihr ein Muster habt, so wie hier, müsst ihr die 15 cm hochkant nehmen und die 13 quer. Und das falzt ihr dann einmal. Und zwar an der Querseite, also an der 13 cm Seite, bei 3,5. Ich lege das hier hinten an. Dann dreht ihr es um und macht das gleiche nochmal bei 3,5. Und dann legt ihr das an die lange Seite an, also die 15 cm. Und falzt bei 2,5. Dann dreht ihr das wieder um. Und dann falzt ihr bei 3,5. Das war's eigentlich schon mit dem Falzen. So, das seht ihr dann auch hier. Moment. Immer noch mal gucken. Hier seht ihr, dass die Gutscheinkarte hier oben rauf passt. Ja. So, dann schneiden wir uns das eben einmal zurecht. Und zwar schneiden wir uns alle vier Ecken raus. Und zwar schneidet ihr immer hier links von der Falz und hier an dieser Ecke rechts von der Falz, damit ihr das nachher, wenn ihr es umklappt, dass das auch passt. Wieder links, hier rechts, so, hier links, das ist oben, hier rechts. Und hier auch nochmal. Und hier wieder rechts von der Falz. So, dann habt ihr schon eure Karte oder euren Gutschein. Umschlag, dann könnt ihr das einfach mal nachfalzen. So, und dann suche ich mir noch mal eben meinen Eckenabrunder raus. So, meinen Eckenabrunder habe ich. Und zwar werden wir uns einmal die untere Lasche abrunden. Und die obere Lasche. Und dann ist es nämlich so, wenn wir uns das umknicken, ist das hier rund und hier oben auch. Und ich finde, das sieht ein bisschen schicker aus. Und das war's schon eigentlich. Jetzt kleben wir uns das einmal zusammen. So, und dann gucke ich immer hier, halte ich dann meinen Finger hin, wo das ungefähr endet. Ihr müsst natürlich vor dem Kleben nochmal gucken, ob ihr wirklich auch die Laschen umknicken könnt. Nicht, dass da noch irgendwas stört. Sonst müsst ihr hier unten einfach noch was abschneiden an den Seiten. Das sieht sowieso niemand mehr. Die Lasche könnt ihr komplett rüberkleben. Und dann lasst ihr es erstmal kurz trocknen. Ihr
Gut, und dann sehen wir uns gleich für die Deko wieder. So, das lasse ich jetzt hier oben erstmal trocknen. Ich habe mir mal für meine Langeweile schon mal irgendwas vorgestempelt. Die habe ich tatsächlich mal embossed, wie ihr seht. Da suche ich mir jetzt mal eine Püppi raus. Ich glaube aber, ich nehme wieder die gleiche. Ich fand das eigentlich ganz süß, das Motiv. Die schneide ich mir einmal raus. Das ist extra Papier zum Kolorieren. Und dann werde ich mir die eben einmal ausmalen. Und zwar werde ich das mit dem Spektrum Noir Stiften wieder machen. Da suche ich mir mal ein paar Farben raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir ein paar Stifte rausgesucht. Oh, fängt die Kamera nicht ein. Ist egal, werde ich euch einfach unten in die Infobox schreiben. Ich fange erstmal mit den Haaren an. Und dann male ich mir die Püppi jetzt einfach mal schnell zurecht. Das Coole ist ja, wenn man die embosst, da gleitet der Stift so schön rüber. Das mache ich erstmal mit Dunkel. Also ich bin kein Profi, was das Kolorieren betrifft, ne? Ich mache das einfach frei Schnauze, so wie ich da Bock drauf habe. Wie gesagt, ne? Also Profi bin ich nicht. So, das Endresultat, finde ich, sieht man auch immer erst, wenn das alles getrocknet ist. Und dann werde ich einmal das Gesicht von der Püppi anmalen. Da versuche ich jetzt nicht über den schwarzen Bobbles zu gehen, hier von ihren Augen. Weil komischerweise, warum auch immer, finde ich, ist das so, wenn man darüber geht, fängt das an zu schmieren, obwohl das hier eigentlich schon längst trocken ist. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Vielleicht wisst ihr das ja. Erstmal das Kleid, so wie da, mit Koralle. Also ich würde euch ja jetzt gerne bei so einer Aktion Musik unterlegen oder vorspulen, dass es ein bisschen schneller geht, damit ich euch nicht langweile. Also spult gerne vor. Ich habe leider noch kein Schnittprogramm. Da könnt ihr mir ja gerne nochmal auf die Sprünge helfen, welches ihr so benutzt, womit ihr gute Erfahrung habt. Da
Das ist in der Zukunft eine Anschaffung von mir, die ich auf jeden Fall tätigen werde. Dann wähle ich noch mal die Schüche. Und den Unterrock noch. So, dann werde ich mich mal um das Lila kümmern. Das Schleifchen. So, und ich hoffe, dass die Verläufe nachher auch so schön sind, wenn es getrocknet ist. So, und dann kriegt sie nur noch ein paar Strümpfchen angezogen. So, und dann nehmen wir nochmal hier das Grau mit dazu. Sieht auch ganz nett aus. Ist hier so ein bisschen Zebrastreifen-Look an den Strümpfen. So, und dann werde ich das noch mal eben ausschneiden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich habe die Püppi ausgeschneidet. Ich habe die Püppi ausgeschnitten. Hatte hier noch so ein paar Blätter von meinen letzten Projekten. Und dann wollen wir es gleich noch mal bestempeln. Als erstes, bevor ich es nämlich vergesse, will ich noch mal ein Loch hier reinstanzen. Entweder macht ihr das Pi mal Daumen oder Pi mal Auge oder ihr messt euch das aus und stanzt euch hier einfach ein Loch rein. Und das sieht auch mittig aus. Dann möchte ich es jetzt einmal nochmal bestempeln. Und zwar habe ich mir hier von dem Tintentraum das kleine für dich rausgesucht, weil das ja auch perfekt unten in die Ecke passt. Das stempel ich nochmal mit euch auf.
Und ein Gutschein oder was, eine Gutscheinkarte passt ja immer, wenn man draufschreibt für dich. Und dann kann man sich hier einfach ein paar Blättchen nehmen. Das ist jetzt mit Rosa, das ist mit diesen Action. Mit diesen Metallfarben gemacht, aber in Rosa natürlich. Und die werde ich mir jetzt einfach so ein bisschen in den Hintergrund kleben. Es könnte ja auch sein, dass es so eine Ranke ist, die dann da an der Wand so hoch rankt. Also ich finde, das ist echt so ein bisschen stimmig. Und da suche ich mir dann einfach so ein bisschen was raus. Hier sind auch noch so ein paar Reste. Das wird dann hier einmal in den Hintergrund geklebt und die Püppi einfach oben drauf. Das machen wir dann eben nochmal. Jo, ich finde, rosa und Blümchen gehen für ein Mädchen ja immer. So sieht das ganz gut aus. Ich mir einfach mal meine Acrylblöcke. Dann kann das schon mal anziehen. Einfach so ein bisschen. Sieht ja kein Mensch, dass da hinten die Hälfte fehlt. So, dann mache ich mir hier einfach noch mal ein bisschen Formtape drauf. Ich habe hier noch überall Reste. Die müssen ja auch mal verbraucht werden. Ist vielleicht gleich ein bisschen nervig mit dem ganzen Abziehen, mit den ganzen Einzelteilen, aber mein Gott, gibt Schlimmeres, ne? So, und dann kleben wir uns das einfach nur noch mal auf. Die können wieder weg. Sollte jetzt halten. Das popel ich mal eben ab. So, meine Lieben, alles abgepult. Einfach hier drauf kleben. Ich finde, das sieht echt schon super mega süß aus. Dann noch ein paar Glitzersteinchen. Nehmt ihr einfach das, was ihr da habt. So wie euch das gefällt. Und dann könnt ihr, ja, wie gesagt, also hier hinten nochmal ein Band durchziehen. Irgendwo habe ich nochmal eins rumfliegen. Das mache ich dann aber erst, wenn ich weiß, dass ich den Gutschein verschenke. Dann könnte man hier entweder das Band, wenn man vorher weiß, wie natürlich die Deko ist, das Band hier durchziehen. Wenn das denn man möchte. Genau, dann könnt ihr das entweder hier vorne rum machen mit einer Schleife. Oder ihr könnt es quer machen mit einer Schleife und dann hält das hinten auch relativ zu. Wenn man das natürlich stramm zieht, dann hält das auch. Oder ihr macht hier hinten einfach einen Glue-Dot und lasst es einfach. Das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das gerne möchte. Ja, und dann habt ihr schon mal das Grundgerüst für einen oder für eine Gutscheinkarte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, meine Lieben, macht's gut. Bis bald.